So, ihr Lieben, ganz liebe Grüße nochmals hier aus Lenne. Und jetzt mit den White Brothers. White Brothers, herzlich willkommen. Hi, ja, super, danke, dass wir hier sein dürfen. So, guys, where does the name White Brothers come from? Do we have to speak English now? No, you can speak German if you want. Deutsch ist auch in Ordnung, ne? Ja, White Brothers, wo kommt das überhaupt her? Los ging es erstmal damit, als wir zusammen aufgelegt haben, hatten wir immer weiße T-Shirts an. Das war so unser Erkennungsmerkmal. Weiß konnte man immer gut von anderen Farben unterscheiden. Das war mal sehr gut. Und Brothers, weil? Ja, wir waren zusammen in der Grundschule schon in der Klasse und die Lehrer, die haben uns verwechselt mit den Namen. Wir wurden als Brüder gehalten und selbst heutzutage ist das immer noch so Veranstaltungen. Auf 50. Geburtstag, auf 18. Geburtstag, in irgendwelchen Clubs. Seid ihr Brüder? Sind wir natürlich nicht, aber nein, so ist zumindest der Name entstanden. Also Yannick und Lukas, richtig? Genau, falsch rum. Aber mit Absicht. Genau, falsch rum, genau. Jungs, das war eure erste große Veranstaltung, so wenn ich das richtig verstanden habe, heute hier? Mehr oder weniger, ja. Ihr seid junge Talente hier aus der Region, wenn ich mich nicht irre. Kommen die aus Deensinn? Kommen aus Deensinn. Weltklasse. Ich habe vorhin ein bisschen mal gefragt, wie dir so der Werdegang ist. Da sagte mir Lukas, er will nicht drüber reden. Lukas, erzähl mal deinen Werdegang bitte. Das fängt ja schon wieder damit an, ey. Ja, Anfänger ist alles. Vor ungefähr 4 Jahren, als ich 16 war, kam die erste Konsole und dann auf kleinen Geburtstagen immer Musik gemacht. Einfach so just for fun. Red mal ein bisschen lauter, sonst hören die uns hier nicht. Lauter! Genau. Was? Tja, dann kam die erste öffentliche Sache in Goldenbach beim Kirschblütenfest. Ja, da hatte ich leider noch keinen wirklichen DJ-Namen. War ein bisschen peinlich. Und Yannick, mit dem habe ich damals schon zusammengearbeitet, aber es lief trotzdem alles nur über mich. Und da meinte er, Junge, du heißt Lukas Hasselmann, Anfangsbuchstaben LH. Du bist ein halb Spanier. Bring doch einfach einen spanischen Flair damit rein und dann haben wir uns, hat er sich den Namen ausgedacht, der Name kam komplett über ihn. LH. Wer ist hier ein Halbspanier? Ja. Pues, ¿hablas español o no? Nada? Un poco. Prost, ne? Fragen euch, was war euer persönliches Highlight heute Abend? Heute Abend. Also, es hat alles mega Spaß gemacht, muss man vielleicht so erstmal sagen. Was auch richtig geil ist, ist die Bühnentechnik, was da alles steht. Der Sound ist klasse, das Top. Licht sieht super geil aus. Geile Lasershow, LED. Hammer, ne? Das war letztes Jahr nicht hier, das gab es hier in der Region noch gar nicht. Also die LED-Menschen. Die Roboter, ganz genau, sowas haben wir bisher auch noch nicht erlebt hier. Weltklasse. Finde ich auch, absolut. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das immer noch eine kleine Region ist hier. Wir haben keine richtigen Diskotheken und dass dann Rob und Chris vorbeikommen, die ja schon wirklich bekannt sind, auch überregional in ganz Deutschland. Und muss man echt schon sagen, Respekt. Und die haben die Bude hier richtig gerockt, fand ich. Also es war ziemlich cool. Ich kann nur sagen, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir euch mitfördern und unterstützen dürfen. Diese Party. Vielen Dank. Wir haben zu danken, eben. Diese Party ist unter dem Motto von der Jugend für die Jugend. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Und dann bis nächstes Jahr wieder in Lenne. Jetzt feiern wir noch ein bisschen hier.